Die Brose Baskets aus Bamberg haben ihre Vormachtstellung im deutschen Basketball eindrucksvoll untermauert. Mit 102:74 siegte der Titelverteidiger und Spitzenreiter beim Tabellenzweiten in Ulm. Die Euphorie hielt sich aber in Grenzen. Wir haben heute als Mannschaft gewonnen. Dies war ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir haben uns schon seit Wochen darauf gefreut. Ulm ist eine sehr gute Mannschaft. Wir haben diese Herausforderung angenommen und haben eine gute Leistung abgeliefert. Das Spitzenspiel Zweiter gegen Erster war nur bis Mitte des zweiten Viertels spannend. Erfolgreichster Punktesammler bei den Ulmern war Isaiah Swan, der auf 27 Punkte kam. Gleichstand 21 beide. Die Bamberger zeigten sich engagiert und konzentriert. Aus einer aggressiven Abwehr kam der Meister immer wieder zu Schnellangriffen. Dieser wurde per Dank durch Markus Slaughter spektakulär abgeschlossen. Die Gäste behielten in den heißen Phasen kühlen Kopf und vor allem ein sehr sicheres Händchen. Brian Roberts mit einem erfolgreichen Dreipunktewurf. Der US-Amerikaner kam auf insgesamt 20 Zähler. In den Schlussminuten des zweiten Viertels zogen die Bamberger das Tempo an. Ulm kam kaum noch zu guten Wurfmöglichkeiten, ganz im Gegenteil dazu die Gäste. PJ Tucker beendet einen weiteren Schnellangriff des Titelverteidigers mit einem Dunking. Die Führung der Bamberger inzwischen im zweistelligen Bereich. Der Rest der Begegnung war eine einseitige Angelegenheit zugunsten der Gäste. Es war Showtime. Markus Slaughter setzte nochmals ein Highlight. Die Ulmer hatten die Überlegenheit der Bamberger an diesem Tag längst akzeptiert. Topscorer beim Titelverteidiger war Mannschaftskapitän Casey Jacobson mit 21 Zählern. Ebenso stellten die Bamberger mit 18 getroffenen Dreiern ihren eigenen Ligarekord ein. Der Meister gewinnt mit 102:74 beim Tabellenzweiten in Ulm und setzt ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. Weiter geht es mit der BeCo Basketball Bundesliga am kommenden Samstag. Um 20 Uhr empfangen die Fraport Skyliners aus Frankfurt Alba Berlin. Zu sehen live auf Sport 1.